Namaste am Sonntagnachmittag. Ein sehr arbeitsreiches Wochenende und jetzt ist 16:30 Uhr und es kehrt Ruhe ein. Und immer dann, wenn Ruhe einkehrt, dann kehrt auch Dankbarkeit ein. Und Ruhe und Dankbarkeit sind eine hervorragende Mischung, um sein Herz zu spüren, sein Herz zu fühlen, wirklich zum Spüren, was da drin los ist. Und ja, das glaube ich ist jetzt eines für die wichtigsten Dinge, die Mann und Frau, sprich die Mensch tun kann. Wir sagen immer gern, die man tun kann und so die Mensch tun kann. Und wenn du ein Mensch bist, dann tu es gleich mal als erstes. Die man also selber machen kann. Aber all diese Ruhe und dieser Frieden sind ansteckend. Das multipliziert sich, das geht einfach raus. Das ist eine Schwingung, die kann man sogar über den Computer transportieren. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, einfach eine ganz ruhige, dankbare, friedvolle und stille Zeit in diesen da draußen sich immer seltsam anfühlenderen Umfeld. Und wenn dieses Umfeld dann umfällt, dann glaube ich, ist die Dankbarkeit nur viel, viel größer und wir können dann in der Ruhe bleiben. In diesem Sinne, gute Zeit und genießt jede Minute, jede Stunde, an jedem Tag voller Dankbarkeit und Freude. Namaste.